Ja, hallo, mal wieder willkommen zum kleinen Fahrzeugporträtvideo, wie auch immer man es nennen will. Und zwar gucken wir uns dieses Mal hier den Puchlido SL an. Interessant ist das Fahrzeug ja vor allen Dingen dadurch, dass das ja, ich sage jetzt mal, nicht wirklich ein Puch ist. Da steht zwar Puch drauf, aber an und für sich ist das ein Suzuki-Roller. Und zwar eigentlich ist das ja dieser, das haben wir schon mal erklärt in den Schraubervideos, die verlinke ich euch auch unten mal, die Video, kleine Videoreihe zur, ich sage jetzt mal, wieder in Betriebnahme von dem Ding. Es ist ja eigentlich ein Suzuki CS50, auch Suzuki Roadie genannt in einigen Ländern. Und das ist eben einer jener technisch hochspannenden Automatikroller aus den 80er Jahren, eben ja, wie die Automatikroller angefangen haben, sich durchzusetzen. Denn dieses Fahrzeug hat ja, insofern ähnelt es ja auch dem Bashar Sani, keine Variomatik, sondern der Antrieb bei ihm hier ist ja auch ein Kettenantrieb. Es ist letztendlich ein automatisiertes Schaltgetriebe in der Form, dass das ein klassisches Dreiganggetriebe ist, das über eine Reihe von Fliehkraftkupplungen geschaltet wird. Das ist technisch deutlich komplexer und auch erheblich schwerer als eine Variomatik. Und das ist vermutlich einer der Gründe, warum es sich nicht durchgesetzt hat. Denn tatsächlich ist das eigentlich das überlegene System. Es ist wesentlich effizienter von der Kraftübertragung her. Und es ist auch vom Fahrkomfort her insofern besser, als dass das Fahrzeug eben beim Anfahren nicht erst einmal irgendwie in Himmelhöhen hochdreht und dann loszieht, wenn man es bei einer Variomatik hat. Dadurch wirkt der Roller rein subjektiv deutlich kräftiger und deutlich souveräner als die meisten Variomatikroller. Rein formal, so von der Optik her, wirkt oder ähnelt der Roller einer Lambretta. Und zwar den späten Lambretta-Modellen, also in den 70er Jahren noch gab. Und das ist durchaus auch Absicht, denn diese Lambrettas waren in Japan sehr erfolgreich und sehr beliebt und dass sich Suzuki da im Design dran orientiert hat. Nun, es ist unverkennbar. Es ist kein wirklicher Blechroller. Er hat eine Stahlblechkarosserie oder Stahlblechgrundkarosserie, also dieser Teil hier, das ist alles Metall. Aber diese ganze Beplankung, auch das Beinschild, das ist alles Kunststoff. Es ist eine Mischbauform letztendlich, die ja auch den Übergang in jener Zeit darstellt, eben von den klassischen Blechrollern zu halt ja letztendlich den modernen Plastikrollern. Was ja auch, und das ist interessant, Piaggio in ähnlicher Form bei der Cosa dann damals gemacht hat, zu jener Zeit, als man eben einen Blechroller großzügig mit Kunststoff beplankt hat. Mittlerweile ist diese Bauform halt praktisch komplett ausgestorben, außer halt die aktuellen Vespas. Wenn man jetzt heute eine Vespa LX, Vespa Primavera, die S-Modelle und so weiter sich anguckt, die sind im Grunde so gebaut. Das ist eine Stahlblechkarosserie mit Kunststoffbeplankung. Aber jetzt schauen wir uns doch mal hier dieses Fahrzeug an, und zwar auch speziell im Bereich Bedienung. Denn wer Automatikroller fährt, Automatikroller kennt, dem wird auffallen, wir haben links keinen Bremsgriff. Das ist richtig, denn die Hinterradbremse ist bei ihm über dem Bremspedal noch gelöst. Auch das ist letztendlich, ja, es macht bei einem Automatikroller jetzt wenig Sinn in dem Sinne. Da geht es, glaube ich, eher darum, dass die meisten Rollerfahrer zur damaligen Zeit das eben gewöhnt waren, mit dem Fuß zu bremsen. Ansonsten haben wir halt hier am rechten Lenkerende ganz normal die Vorderradbremse. Wir haben einen Gasdrehgriff, wir haben einen Hauptlichtschalter, eben Licht an, aus. Wir haben einen elektrischen Anlasser, was zur damaligen Zeit nicht selbstverständlich war. Der Tacho ist ja mehr oder weniger Standard-Tacho der 80er Jahre, Geschwindigkeit, Wegstrecke, Tankuhr. Wir haben eine Kontrolllampe für Fernlicht. Die Roller hat Fernlicht, was zur damaligen Zeit bei einer Fuffi auch nicht selbstverständlich war. Und ganz interessant ist, die Kontrolllampe für den Blinker ist gleichzeitig die Warnlampe für die Getrennschmierung, also für den Ölstand im Öltank. Das ist auch, naja, eine, sagen wir mal, fragwürdige Entscheidung. Finde ich jetzt nicht so toll gelöst. Links haben wir den Hupenknopf. Und außerdem haben wir hier, das hatten sehr viele japanische Motorräder der 80er Jahre. Wir haben einen Schalter für Abblendlicht, Fernlicht, der gleichzeitig der Blinkerschalter ist. Das ist so Joystick-mäßig, so ein Vier-Wege-Schalter. Das ist ein Design-Gag, eine Modeerscheinung dieser Zeit. Es spart halt einen Schalter. Also insofern kann man das machen. Ob das jetzt so arg toll ist, weiß ich nicht. Typisch für Roller dieser Zeit ist, dass das Zündschloss kein kombiniertes Zündlenkschloss ist. Das ist also wirklich nur ein Zündschloss. Das heißt, ich habe jetzt hier ganz normal da rechts die Schalterstellung für Zündung an. Was eine Besonderheit bei ihm hier ist, ist, der hat Parklicht. Das heißt, wenn ich den Schlüssel ganz nach links drehe und abziehe, dann ist das Standlicht an. Das hatten die deutschen Modelle nicht. Das ist bei ihm hier vorhanden, weil das ein Roller in österreichischer Spezifikation ist. Das ist auch der Grund, warum der eine Hupe hat. Denn die deutschen Modelle hatten eine Klingel. Deswegen wollen wir doch mal die Hupe hören. Die deutschen Modelle mit 50 Kubik hatten eine Klingel, denn eine Hupe am Moped war seinerzeit in Deutschland tatsächlich noch verboten. Das Lenkschloss ist bei ihm sehr unergonomisch und sehr unglücklich gelöst, hier oben im Handschuhfach.
Das ist also, das ist schrecklich futzelig, das zu machen. Und eine Besonderheit ist auch, wenn ich bei ihm die Lenkersperre reinmachen muss, bei den allermeisten Mopeds schlage ich dazu den Lenker nach links ein. Bei ihm wird er nach rechts eingeschlagen. Und dann kann man hier, das ist aber so ein klassisches Neumann-Lenkerschloss, wie es viele Mopeds dieser Zeit haben. Ich bringe das jetzt einhändig gar nicht richtig. Nein, das ist völlig am Murks. Das ist wirklich etwas, wo ich sage, okay. Und das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich diesen Roller nicht im Alltag als Hauptalltags-Oldtimer benutze, weil mich das tatsächlich fürchterlich nervt. Im Handschuhfach ist auch, das ist tatsächlich original, dass die Blinkerkabel hier so unmotiviert umeinander hängen für diese tollen europäischen Zusatzblinker. Die japanischen Modelle hatten so schön ins Beinschild integriert. Dann sind vielleicht auch die Kabel etwas eleganter verstaut. Das haben tatsächlich zeitgenössische Tester schon bemängelt. Wenn man alte Testberichte guckt, dass diese Blinkerkabel im Handschuhfach umeinander fliegen. Da muss man vielleicht mal mit ein bisschen Klebeband nachhelfen. Wirklich schön ist das nicht. Die Getrennschmierung habe ich ja gerade schon angesprochen. Man hat in den 80er Jahren, wenn man ein Fahrzeug mit Zweitaktmotor gekauft hat, in der Regel noch selber mischen müssen. Der hier hat schon Getrennschmierung. Das ist etwas, das haben speziell die japanischen Hersteller damals gemacht. Suzuki, Yamaha, die ihren großen Zweitakter auch bei den großen Motorrädern mit den ersten, ich sage jetzt mal, Getrennschmierungssystemen in großer Stückzahl, in großer Serie. Das hat sich dann im Laufe der Zeit natürlich durchgesetzt. Damals war es eine Novität, eine Besonderheit, der viele Leute auch nicht getraut haben. Ich meine, meine Schwierigkeiten mit der Getrennschmierung kennt ihr. Die hier sollte sehr zuverlässig funktionieren. Ich meine, der Roller ist deutlich über 30 Jahre alt und hat immer noch sein erstes Getrennschmierungssystem und er ist offenbar bisher nicht verreckt. Also von daher scheint es ja zu funktionieren. Die Getrennschmierung ist insofern ein bisschen haarig oder vielleicht auch fragwürdig, als die Ölpumpe von der Getriebeausgangswelle angetrieben wird. Das heißt, solange sich der Roller nicht bewegt, bekommt er kein Öl. Das heißt, an der Ampel stehen oder den Motor stundenlang im Stand laufen lassen, ist auf Dauer ja vielleicht nicht so toll. Ist auch etwas, wo ich sage, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen dabei, warum ich den Roller möglichst nicht im Stadtverkehr fahre. Es scheint zu funktionieren, also man hört wenig von Motorschäden, aber es fühlt sich zumindest irgendwie seltsam an. Das ist irgendwie etwas, wo ich sage, ich weiß es nicht, was ich davon halten soll. Wenn wir jetzt schon dabei sind, uns den Roller anzugucken, eine kurze Frage. Ich hatte den ja, da gibt es ja auch ein Schraubervideo dazu. Wie gesagt, ich setze euch ein paar Links in die Beschreibung, dass ich vorne ein Federbein vom Peugeot Speedfight eingebaut habe. Man sieht auch, das ist mittlerweile ganz gut dreckig. Das sieht, dass der Roller gefahren wird. Wir haben jetzt für das Video auch nicht extra großartig gewaschen. Nein, wie sich das bewährt hat. Nun, bisher funktioniert es. Ich bin nach wie vor nicht überzeugt davon, ob es eine Sache ist, die ich allgemein zum Nachbau empfehlen würde, aber es scheint in diesem Falle hier zumindest bisher hinzuhauen. Und es ist allemal besser als die völlig ausgeleierten Originalfederbeine. Und Originalersatz gibt es nicht mehr. Es gibt nichts, was wirklich perfekt passt. Und ja, was einige festgestellt haben, ja, die Schwinge steht deutlich steiler in entlastetem Zustand. Wenn der Roller belastet ist, schiebt es aber weiter nach hinten. Und man merkt vom Fahren her eigentlich keinen Unterschied. Und das ist auf jeden Fall tausendmal besser als ein kaputtes Originalfederbein. Und das führt uns dann letztendlich auch zum Fahren. Denn ich würde sagen, dann ist das, was wir jetzt als nächstes mit dem Ding mal tun sollten. Weil dafür ist er ja eigentlich da. Deswegen, wenn wir jetzt starten wollen, Zündung an, Bremse ziehen, ob Handhebel oder Fußbremse, ist egal. Oh, ein bisschen Gas braucht er. Oh, und dann der Rest ist halt üblich, klassisch Automatikroller. Einfach nur, wie die Engländer sagen würden, twist and go. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im Video gesehen bzw. gemerkt oder gehört hat, aber wenn man fährt, der schaltet eben richtig. Man merkt wirklich die Schaltpausen. Jetzt sind wir natürlich im Leerlauf. Es losfährt, gut, das ist jetzt natürlich der erste Gang. Nach einer gewissen Zeit kommt der zweite und dann der dritte. Oh, zweiter Gang. Und dritter Gang. Und vom Fahrkomfort her ist das Ding wirklich absolut sensationell. Also ich bin wirklich selten einen Roller gefahren, der so bequem war wie dieses Ding. Das ist schon fast auf dem Level von irgendeinem Sofaroller. Das ist also absolut, ja, einfach nur genial. Das ist ein wirklich gutes Fahrzeug.
wie gesagt, Alltagsbetrieb halte ich für kritisch. Zum einen technisch, weil das Fahrzeug doch einige etwas absurde technische Lösungen hat. Und zum anderen, es ist halt die Ersatzteilversorgung. Ja gut, man kriegt eigentlich alles bei, was man braucht, um ihn am Leben zu halten. Aber halt, man kann halt nicht einfach in den Laden gehen und sagen, hier, ich brauche. So gesehen, schönes Fahrzeug für Sammler, für Oldtimer-Fans. Wer sich einen interessanten Oldtimer-Roller zulegen will, und ja, es muss ja nicht immer eine Vespa sein. Ich meine, Vespas sind schön und gut, aber Vespas sind halt auch brachial teuer und wenn wir ehrlich sind, es gibt massenhaft davon. So wirklich spannend sind die nicht mehr. Sieht man viel zu oft. Ist so ein Teil doch eigentlich viel lustiger und viel interessanter. Auch wenn es ein Plastikroller ist, was ja bei manchen Leuten aus irgendwelchen Gründen Schnappatmung auslöst. Ich finde ihn richtig gut. Ich hoffe, euch gefällt er auch. Und ich hoffe, ihr fand das Video jetzt auch mal ganz nett, interessant, unterhaltsam, wie auch immer. Und ich wünsche euch auf jeden Fall wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.